Hallo und willkommen zu den Nachrichten auf LT1 aus der Region Mühlviertel. Eine Reichenthalerin will Gutes tun. Christine Brückel hat sich entschlossen, einen einjährigen Auslandseinsatz beim Verein Jugend eine Welt, eine Aktion der Don Bosco Austria, mitzumachen. Am 15. Februar wird es soweit sein. Da reist die 19-jährige Christine Brückel nach Hyderabad in Indien. Sie ist eine von rund 40 Freiwilligen, die in ein armes Land entsendet werden, um dort zu helfen. Ja, der Wunsch, dass ich das mache, ist eigentlich schon länger da. Und ich habe mir dann einfach im Internet umgeschaut, was es da für Organisationen gibt und bin dann eben auf Jugend eine Welt, Don Bosco Aktion Austria gestoßen. Und ja, mit dir fahre ich jetzt nach Hyderabad in Indien am 15. Der Abschied von zu Hause fällt sicher nicht leicht. Aber die Aussicht, den Straßenkindern Indiens zu helfen, erfüllt Christine Brückel mit Freude. Entlohnung gibt es für diese Tätigkeit keine. Der Aufenthalt in Indien muss sogar zum Teil selbst finanziert werden. Es ist ein freiwilliger Einsatz. Ich muss Flug, Visakosten, Impfungen muss ich selber tragen. Verpflegung, Unterkunft für Versicherung und Zukunft der Verein und der Projektpartner eben in Indien auf. Christine fällt es nicht leicht, von zu Hause fortzugehen. Vieles wird sie vermissen. Ja, sicher meine Familie, meine ganzen Freunde. Es ist trotzdem ein Jahr. Vielleicht auch trotzdem ein Winter. Und die Jahreszeiten, einfach weil es unten nicht so die Jahreszeiten gibt, einfach so wie bei uns. Also ein wenig ein Ungutsgefühl habe ich schon momentan, jetzt die letzten 14 Tage, muss ich sagen, weil der Ernst zugekommt, dass es jetzt vorfliegt für ein Jahr. Und nur wir haben ihn während der Verabschiedung, haben wir das gesehen für die letzten, was da angewiesen sind, die Volontäre, und das auf jeden Fall komplett einen Eindruck haben wir da gegangen. Wenn Sie diese Aktion unterstützen möchten, dann spenden Sie an das PSK-Konto 92038767, Bankleitzahl 60.000, unter dem Kennwort Jugend eine Welt, Volontariatseinsatz Brückel, Hyderabad.